So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in GTA Online. Ihr wisst ja, letzte Folge hatten wir ja den Überfall gemacht, das allererste Mal. Nein, wollen wir jetzt nicht. So, und heute habe ich mir gedacht, ja Leute, was kann man denn für 1 Million Schuldes kaufen? Unser eigenes Unternehmen. Und zwar, warum ich mir jetzt ein eigenes Unternehmen kaufe? Weil man dadurch die CEO-Aufträge machen kann, womit man mehr Geld bekommt. Ich habe das so mal so im Video gesehen. Wenn das jetzt nicht stimmt, Leute, dann habe ich die letzten Woche, habe ich die letzte eine Woche umsonst GTA Online gesuchtet. Ah ja, da muss ich los. So, wo war das jetzt, Leute? Also, das war einmal auf Finanzen. War das das? Seit, yo. Was das? Maze Bank war. Bankquest. Von Zugang zu diesem. Ja, komm, kaufen. Einfach kaufen. Kaufen. So. Seht ihr, da haben wir es ja schon. So, ich würde sagen, den fahren wir jetzt erstmal zu unserem eigenen und vielen Dank für. Hey, I want to introduce myself. Du bist I'm jetzt CEO von Just arrived at the office. Looks great. I'm settling in. So Leute. Securo Serve updated your CEO privileges, so you've got access to their special cargo network. When you come by, I'll get you all set up. Oh Leute, da müssen wir jetzt erstmal hin. Natürlich gehen wir jetzt erstmal in die Garage und holen uns ein schönes Auto. Leute, ihr müsst wissen, ich bin nicht so der Typ, der sich in GTA Online Autos kauft. Ich stehe die mir von der Straße und stelle die mir in meine Garage. Ich finde die Autos, die ich bis jetzt habe, gehen eigentlich recht fit. Also das hier ist mein Lieblings im Moment. Und damit fahren wir jetzt erstmal zu unserem Unternehmen, Leute. Müsste hier eigentlich gleich um die Ecke sein. So, da oben, ah, Digga, da kann man ja laufen. Erstmal Wegbeschreibung gehen, machen. Ah ja, man kann gehen. Aber traditionell, Leute, müssen wir ja mit. Ah. So, Leute, da sind wir immer ja auch schon. Unser schöner Eingang hier. Gucken wir erstmal, was wir denn so Schönes hier gemacht haben. Und bei. Nee, ins Büro eintreten. So. Also Leute, wir müssen uns. Oh, geil, Digga. Geil, ja. Oh, Junge, die sieht ja auch nicht schlecht aus, Bruder. Ja, ich spreche zwar kein Englisch, aber. Nicht wundern, falls ihr jetzt schwarze Streifen an der Seite habt. Das ist einfach vom GTA aus so. Weil das halt nicht so in dieser Größe ist. The panels are easily swapped. Verkleidung. So, you can install a gun locker or a safe whenever you want. So, dann können wir erstmal gleich gucken. It's possible to not ja, ist gut. Digga, wir haben sogar ein Bad und einen Entspannungsraum. Bruder, da muss ich aber los. Ah ja, was habe ich mir denn gekauft? Oh, Bruder. Oh, sieht das geil aus, Alter. Das sieht so geil aus. I'll tell you all about it when you first log in. So, that's it. Take a look around, get settled in. Wir haben sogar eine eigene Sekretärin, Leute. Besser kann es ja gar nicht kommen. Und hier kommt schon der Obermacker, ja. Komm ich an, Leute. Guten Tag, Sekretärin. Machen sich auch bestimmt andere Dienstleistungen? Nee, Spaß, Leute. So. Ach, hier drüben ist direkt unser Büro. Ich würde sagen, wir gucken uns aber davor mal noch. Was können wir denn? Alter, was können wir hier machen? Ey, können wir hier trinken? Ey, Junge, ich will eintrinken. Ich. Alter, Leute. Ey, das glaube ich ja nicht. Wie gesagt, ich habe davor noch nie GTA Online gespielt. Ah, Leute, das brauche ich jetzt aber auch erstmal, nachdem ich mir das Büro hier gegönnt habe. Boah, alles schon mit inklusive hier. Also eine Besprechung kann man ja auch machen. Okay. Ein schön. Ach, hier ist eine kleine Küche, wo man sich auch hinsetzen kann anscheinend. So, okay. Okay, hier vorne ist einfach nur die Räume. Und hier hinten ist dann einfach. So, was ist hier hinter dem Raum? Da können wir jetzt nicht rein. Okay, Leute, wir wollen ja sowieso erstmal gucken, was wir denn hier jetzt für schöne Aufträge haben. Ja, darf ich mich denn da auch. Wartet, Leute, richtige Position finden. So. Ich natürlich als CEO muss man den richtigen Ausblick haben, Leute. So, natürlich erstmal. Okay, I've set you up with username and password for the Securo Serve Special Cargo Network. Just hit login. Really original stuff. You probably
Login. Anmelden. Okay, you logged on? The homepage should be showing you three Spezial options. Special cargo, vehicle cargo, and special vehicle work. Special cargo has been up and running for some time. You buy a warehouse, then purchase illicit goods you sell on for profit. Vehicle cargo is their Alter, was brauchen wir denn dafür noch? Brauchen wir dafür noch so eine Garage hier? Ach du Scheiße, die Teile sind... Once you've sourced the cars, you warehouse them and sell them onto a highly vetted customer base when you want to. Special vehicle works a little different. These are complex operations Sekiro Certified planned and prepared for clients using state-of-the-art customized vehicles. They trust only their best performers with these tasks, so we'll need to make some headway with vehicle cargo before taking this on. Ach du Scheiße. Before you get started, you will need some warehouse space. You're looking at the map, right? That should show you what's available in the Los Santos area. Click on the red icon, and you'll see the details of that space, whether it's small, medium, or high. Ach du Scheiße, Leute. Once you've got some space, we can get you some stock. Anscheinend brauchen wir hier noch, müssen wir hier noch mal ein bisschen was sparen. Okay. If you want to start trading, Scheiße. You're going to need warehouse space to store the cars. And make your purchase. Ich würde sagen, wir müssen jetzt auf dieses 1,5 Millionen Teil hier sparen. Mit mehr Fahrzeuglager. Damit wir hier halt die Aufträge annehmen können. Oder geht das noch? Kannst du noch irgendwie anders hier die Aufträge annehmen? Nee. Alter, ihr seht es jetzt nicht, oder Leute? Also, ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob wir jetzt noch hier, können wir jetzt noch mal gucken, ob wir, warte, ja, noch mal hinsetzen, Leute, weil anscheinend braucht man dafür doch noch was, wie oder so. Wir loggen uns mal wieder ein. Version, so, Fahrzeugkanne, ja, plus, okay. Na, aber anscheinend kann man denn da auch einige Fahrzeuge laden. Ort Lama, okay. Habe ich jetzt... Wir können ja mal gucken, ob ich neue Jobs habe. So. Ich glaube, das geht aber noch vor nicht. Jobs. Jobs spielen. Kürzlich gespielt. Arena War, nein. No, 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 no. No, Leute. Anscheinend müssen wir jetzt nochmal sparen. Tja. Das wusste ich jetzt leider nicht, Leute. Ich hätte euch jetzt gerne auf den Auftrag mitgenommen. Aber wir können ja mal gucken. Persönliches Fahrzeug. You got a nice fleet, boss. No problem. I'll have your personal vehicle brought around. Das ist persönliches Fahrzeug sofort. Oh, geil. Die, also bei der kann man auch noch einiges machen, Leute, wie es aussieht. Man kann das persönliche Fahrzeug und sowas vorfallen lassen. Okay. Ich wusste jetzt leider nicht, dass wir dazu nochmal diese 1,5 Millionen brauchen. Aber gut. Wir brauchen auch erstmal das Unternehmen. Tony, hey. Gleich zusammen. Ich habe gehört, dass du... Ja, der will die ganze Zeit, dass wir hier sein Unternehmen irgendwas kaufen da. Oh, Leute, jetzt... Das ist doch schon mal eine stattliche Limousine hier. So, gut, Leute, gegenüber ist mein Apartment. Überlege ich mir jetzt. Naja, ich würde dann sagen, das war's erstmal von dieser Folge GTA Online, weil das Ding ist, Leute, ich wusste jetzt wirklich nicht, dass man das machen muss. Da muss ich anscheinend noch ein bisschen sparen, Leute. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like, Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.